Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. In der heutigen Folge wollen wir, das Schiff ist fertig, dieses Schiff hier verkaufen. Und können wir eine Fregatte bauen? Nee, für eine Fregatte brauchen wir 15 Kanonen. Okay, das wird schon. Und hier mal den Kontrolleur. Ist der hier gut? Dann wäre mir lieber, wenn wir den vielleicht irgendwie da so hinmachen. Geht das? Ja. Oder auch nicht. Da geht's. Konto bauen. Ich habe damals auch mit nichts angefangen. Gefällt es, dass sie sich langsamer ausbreiten als sie. Okay, alles klar. Also, die ist erstmal gechillt, weil wir Noobs sind. Das ist gut. Welpenschutz ist ganz in Ordnung. So. Also, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal... Ja, ist eine gute Frage. Was braucht man, ne? Also, hier ist erstmal die Stadt... So. Bauern. Marktplatz. Ich meine, das wird die Bierinsel. Die wird ja nicht so die heftigsten Leute brauchen, oder? So. Gut, wir hätten das Holz vielleicht nicht so verschwenden sollen. Oder ich hätte das Holz nicht so verschwenden sollen. Ich bin ganz allein dran schuld. So. Ja, wir machen erstmal hier zwei Holzfäller hin. Machen wir zwei hin. Wir machen mal einen hin. Und ein Sägewerk. Und ein Lagerhaus. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Was? Ach die. Ja, come on. So. Für die Bierinsel. Wobei, wir brauchen für die Bierinsel Arbeiter, ne? Also hierfür überall Bauern, aber für die Brauerei selbst Arbeiter. Wobei wir die Sachen nur machen könnten und die Brauerei hier auf die Hauptinsel liegen. Das wären zwei Möglichkeiten, die wir hätten. Dann bräuchten wir nur Bauern. Ja, das kann man sich ja überlegen. Also eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh nein, nicht schon wieder. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, das ist... Das habe ich erwartet. Wenn eine Destillerie explodiert, dann explodieren alle. Ich sage euch, wie es ist. Ja. Also fahr du erstmal hier rüber. Dann gehen wir hier. Ich mache mal normale Geschwindigkeit. Schiff verkaufen. Chakalaka. So, jetzt nur noch eine Fregatte. Hier hinten wahrscheinlich, oder? Hä? Nee, hä? Oh, der Hochofen ist explodiert. Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Okay, das klingt jetzt ziemlich dumm, wenn ich sage, ich wusste nicht, dass ein Hochofen explodieren kann. Das verstehe ich. Das klingt wirklich sehr dumm.
Und die Feuerwehr ist nicht außer Reichweite. Leute, was ist los? Wartet auf Mobilisierung oder ist das... Wahrscheinlich ist das außer Reichweite. Okay, also das Ding hier ist RIP. Es mangelt an Arbeitskraft. Eieieiei. Das Ding hier ist, glaube ich, auch RIP. Okay. Ich will das halt jetzt nicht wieder auf... Genau, Zwischenfall in der Umgebung. Ich wollte gerade sagen, wir können das nicht wieder aufbauen, weil es hier halt noch brennt. Okay, jetzt können wir es wieder aufbauen. Oh, also es hat sogar überlebt. Aber da müssen wir aufpassen hier. Ja. Wagemutige Expansion, katastrophale Explosion. Ja, komm, raus damit. So, ich habe gesagt, ein bisschen Pressefreiheit können wir zulassen. Und die Leute haben ja, ich meine, wenn hier irgendwie der Hochofen explodiert, in dem 140 Leute arbeiten, dann können wir nicht sagen, es ist nichts passiert. Das wäre halt so die schlechteste Vertuschungsaktion ever. Wenn wir was vertuschen wollen, dann können wir nur Sachen vertuschen, die nicht so bekannt sind. Ja. Oh. Die sind alle verhungert. Gut, ich meine, das ist jetzt eher nicht so gut. Ne? Würde ich jetzt sagen. Als Laie. Ich kenne mich da nicht so aus mit. Aber ich glaube, dass das nicht so gut ist. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja, die Häuser, warum die Häuser so billig sind, ah, das ist, obwohl das Neubauten sind, also es ist hier absolut nichts, ich wiederhole, nichts Dramatisches passiert. Das ist hier überhaupt alles kein Problem. Oh, und die haben auch keine Straßen. Belastend. Also hier ist wirklich... Es gibt hier definitiv nichts zu sehen. No. Ich glaube, so kann man das formulieren. Also wollen Sie das Haus zu dem billigen Preis oder nicht? Ja? Okay. Dann stellen Sie keine weiteren Fragen. Danke. Wo kommen wir denn dahin? Die Leute Fragen stellen. Das geht nicht. Kann man nicht zulassen. So, Lagerhaus. 10 Planken. Aber wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen auf dem Boot. So, schwupp. Okay. Was braucht ihr zum Leben? Fisch und. Ach, Kleidung. Ja, können wir auch hier vor Ort produzieren. Wir haben nämlich auf der Hauptinsel selber auch kaum was. So lokale Produktion ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich meine, das soll ja eher so eine bäuerliche Insel bleiben. Denke ich mir mal. Ich glaube, das ist gut. Und daher schadet das so nicht. Eins, zwei, drei. So. So, ich würde mal sagen, 3 davon. Im Worst Case können wir ja an die Hauptinsel exportieren. Irgendwann wird das hier halt nur noch alles Stadt sein und wir werden alles andere irgendwo anders produzieren, schätze ich mal. Mhm.
Soweit so gut. Soweit so gut. Die sind sehr unzufrieden, okay. Warum seid ihr so unzufrieden? Wir gehören zur Unterschicht. Ja. Tut mir leid, das ist. Aber das ist doch nichts Schlechtes. Ihr habt weniger Verantwortung. Das ist doch gut, oder? Nicht immer alles negativ sehen. Irgendwas fehlt immer. Ja. Immer um meckern. Ja, ihr bekommt gleich Klamotten. Gut, ich meine, keine Klamotten zu haben, ist schon belastend. Das gebe ich zu. Und ihr wollt natürlich Saufie. Ne? Ein Wirtshaus. Das können wir auch einrichten. Bisschen Saufie, ne? Ups. Ja, Schnaps ist die Frage, ob wir hier jetzt lokal Schnaps herstellen oder nicht. Ich denke mal, ohne Schnaps kann man auch glücklich sein, oder? Ja, doch, guck mal. Die sind sehr zufrieden. Auch ohne Schnaps. Nicht hundertprozentig, aber hier steht ja auch Luxusbedürfnis, ne? Also von dem her sollte das schon okay sein. So. Was ist denn das? Oh nein, ein Absturz. Nein, echt? Uplay ist auch nett. Oh nein, ein Absturz. Was ist mit meinem Anno los? Warum stürzt das immer ab? Warum habe ich immer irgendeinen DirectX-Error? Soll ich vielleicht wieder auf DirectX 11 zurückstellen und nicht auf DirectX 12? Ich meine, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber wenn ihr eine Ahnung habt, gerne raus damit. Aber was? Das ist doch belastend. Wann war der letzte Autosave? Sag mir bitte. Er ist noch nicht so ultra lange her. Komm schon. Bitte. Autosave. Sag mir, dass du mich gerettet hast. Komm schon, sag mir, dass du mich gerettet hast, Autosave. Tu es. Warum lädt das so lange? Es ist hart an der Grenze. Zwischen, ich mache einen Cut, aber ich glaube, das haben wir in ein paar Minuten wieder drin. So. Haben wir das in ein paar Minuten wieder? Oh nein, wir haben das lang. Okay, wir haben das nicht in ein paar Minuten wieder drin. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal an dieser Stelle kurz einen Cut und baue das nochmal kurz nach. Moment. So, da sind wir wieder. Das ist der Stand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon hatte. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Häuser hingezogen. Das hier ist wieder aufgebaut. Schnaps ist wieder aufgebaut und so weiter. Wir können jetzt theoretisch hier oben noch eine Lehmgrube und eine Ziegelei hinsetzen. Dafür müssen wir aber ein paar Leute upgraden zu Handwerkern. Und dafür müssen wir ein paar Bauernhäuser mehr haben. Endlich gibt es wieder was zu essen. Und die brauchen Fisch und Klamotten, genau. Damit sie happy sind. So wie die. Also die könnten zum Beispiel aufsteigen. So. Aber wir können noch ein bisschen Holz von unserer Hauptinsel holen. Weil wir da eh wahrscheinlich wieder eine Überfüllung haben. Ja, genau. Da sehe ich jetzt weniger das Problem.
So, Handwerker. Wie sieht's aus? Ach ja, genau, die Quarzgrube. Da ist jetzt auch die Frage, was ist denn mit diesem Quarz jetzt? Wo kann man den Quarz abbauen? Warum kann ich Quarz... Oh. Ach so. Das ist so ein Hafengebäude. Ach, das ist ein Hafengebäude. Alles klar. Na gut, dann können wir Fenster hier herstellen. Ach, das ist ein Hafengebäude. Damit habe ich nicht gerechnet. So, hier ein paar Schnellstraßen. So, dann haben wir... Okay, dann müssen wir mal ganz kurz kalkulieren hier. Das braucht 30 Sekunden für ein Quarz. Das braucht 30 Sekunden für ein Glas. Das eine Minute. Das heißt, wir brauchen hier im Prinzip das da. Und das da braucht 15 Sekunden. Und wir haben aber genug Holz eigentlich. Das heißt, die Fensterfabrik... können wir eigentlich hier auch gleich hinmachen. Und zwar zwei Stück. Okay. Theoretisch müsste das genauso passen. Mal gucken. Fehlende Ausbaukosten. Okay, mit 20 Stahl und 20 Fenstern können wir den Kontor nochmal upgraden. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Mir fehlt noch einiges. Okay, der stellt jetzt die ersten Fenster her. Sehr, sehr nice. Das ist jetzt sehr teuer, wie man sieht. Aber die zahlen halt mehr Steuern. Viel mehr Steuern. Daher macht das schon Sinn. Das hier so zu handeln. Okay. Im Grunde ist es ja so. Und da fehlen natürlich Arbeitskräfte, weil wir gar keine haben, ja. Und dafür habe ich das Schiff hierher geschickt, ne? Fällt mir gerade ein. Für Holz. So. Und fahr mal zurück. 50 Stück, den Rest würde ich sogar erstmal hier behalten. Hier stehen noch einige rum. So. Es mangelt an Arbeitskraft. Boah, hier ist ganz schön was los, ey. Guck mal, die tragen das per Hand da hin und her. Interessant. Ich mag den Wuselfaktor, ne? Also ich weiß, dass für manche Quests, das wurde mir auch schon gesagt, der Wuselfaktor ein bisschen schwierig ist, aber ich mag das. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ah nein, ich wollte Propaganda drucken. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel Freipresse, ehrlich gesagt. Aber das habe ich vermurkst. Ich wollte eigentlich Propaganda. Nee, nee, nee. So. Und dann brauchen wir hier ein paar Arbeiterhäuser. Die einfach eine Million mal besser leben als die. Das ist schon übel, ne? Das ist schon traurig. So. Ach ja, Lagerhaus. Wie? Was? Ich wollte gerade sagen, hä? Ach, ich bin im Blueprint-Mode. Gut. Dann stellen die hier das Zeug her. Okay, wir haben noch ein bisschen zu wenig. Das heißt... Wir graden mal noch ein paar ab. Also passt's. Und sind noch mal ein paar extra Steuereuros.
Oder Dollar. Dollar sind es, Dollar. Münzen. Aber es sind offenbar Dollar. So. Uns geht es ja grundsätzlich darum, erstmal eine funktionierende Gesellschaft hinzukriegen, nur um jetzt ganz, ganz, ganz viel Getreide und Hopfen anzubauen. Also, eine Brauerei braucht eine Minute. Das 30 Sekunden und das eine Minute. Wartet mal. Also eine Getreidefarm für eine Brauerei. Das ist soweit easy. Und der schafft in der gleichen Zeit zwei. Das heißt, eine Mälzerei für zwei Getreidefarmen und zwei Brauereien. Und Hopfenplantage braucht eine Minute 30. Das heißt, wir brauchen drei Hopfenplantagen für zwei Brauereien, oder? Weil mit drei Hopfenplantagen braucht er nur noch 30 Sekunden für eins. Und das reicht dann für zwei Brauereien, okay. Also eins. Also für zwei Brauereien brauchen wir drei Hopfenplantagen und zwei Getreidefarmen. Das heißt, wir bauen mal sechs Getreidefarmen und neun Hopfenplantagen. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. So, ich glaube, wir können mittlerweile einmal das upgraden. Nice. Eieiei. Sieht ja schick aus. Wir können mittlerweile eine Fregatte bauen, ne? Nice. Das können wir löschen. Das können wir löschen. So. Ein Hof ohne Felder? Ja, entspann dich. So, jetzt brauchen wir einen guten... Na, optimal ist das nicht, ne? Ein Feuer ist ausgebrochen. Was? Ach, kommt schon. Ist das euer Ernst? Da hat mal 5 Minuten keine Feuerwehr. Und dann fackelt hier alles ab. Ja, wir können jetzt hier eh nichts machen. Ich bin unzufrieden hiermit. Das muss irgendwie besser gehen. Es muss möglich sein, das irgendwie sauber hinzubekommen. Es sind immer noch zwei, die überstehen. Ja. Schönen Tag auch. Ich bin mir nicht sicher, ob man das perfekt hinkriegt, aber ich krieg's gerade nicht perfekt hin. Machen wir einfach so, komm. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Eine Zerstörungsaufgabe. Ist die Fregatte fertig? Ist sie. Auf die alte Dame ist Verlass. Ich halte das für eine schlechte Idee, aber wir machen das mal. Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Friede seiner Seele. Ja.
Zerstören Sie Fregatte. Okay, sorry. Nee, zwei Fregatte. Ja. Ja, ich weiß, es ist enttäuschend. Aber ich kann mit einer Fregatte nicht zwei Fregatten zerstören. Das wird nichts. Aber ich vertick dir diese. Ich dachte mir, wir benutzen die jetzt für den Kampf. Und dann verticken wir ihm das runtergekommene Schiff, aber... Sehen Sie? Ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Die gesamte königliche Familie im Stile eines sommerlichen Ausritts. Ein Geschenk für Ihre Majestät. Aber verraten Sie nichts. Ja, Schleimer. Diese Verstärkung wird Ihrer Majestät gefallen. Obwohl meine Hoffnung bleibt, dass es nicht zum Krieg kommt. Ja, ja, ja. Aber ich habe euch auf jeden Fall gut Waffen vertickt. Doch nun, ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Nein. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Sein ehemaliger Zellengenosse läuft frei herum. Das heißt, er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor. 2, 3, 4, 5. Jemand versorgt den Mörder von Madame Kahinas Hafen aus. Dem sollten wir nachgehen. Ja, wer könnte nur mit dem Mörder unter einer Decke stecken? Das ist ein absolutes Rätsel. Das ist ja allerhand. Ne? Ich höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich hören will. Wieso haben sie unsere Beziehungen verschlechtert? Hä? Warum? Warum mag die uns nicht mehr? Wir haben doch gar nichts Schlimmes gemacht. Haben wir was Schlimmes gemacht? Nee, eigentlich nicht. Oder will die, dass wir uns einschleimen? Da habe ich jetzt nicht so das Mega-Interesse dran. Muss ich sagen. Ganz ehrlich, ne? Aber wir können die später, wenn wir die neue Weltmacht sind, können wir die auch kaputt schießen. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. Oder fangen wir erstmal mit 4 Feldern für Bier an? Ja, ich glaube, wir fangen erstmal mit 4 Feldern an. Allein schon aus Kostengründen. Weil ich sehe schon in unserer Bilanz, dass sich das nicht optimal auswirkt. Und das bedeutet, wir brauchen 2 von den Anlagen hier erstmal. So, das hier können wir upgraden. Gut, dann würde ich sagen, war es das aber soweit für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.